Hallo, ihr Bastelnerds. Willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ich begrüße euch zu einem weiteren Tag für die Create a Smile Challenge. Ich blende es euch direkt gleich ein. Es geht immer noch darum, innerhalb von 10 Minuten eine Weihnachtskarte zu erschaffen und trotzdem Spaß dabei zu haben. Nein, ich sage das jetzt nur, weil ich jetzt so süße Kommentare gelesen habe, dass da bei allen so der Puls gleich so ein bisschen hochgeht. Und ja, mir geht das ganz genauso. Ich sehe diese Uhr da runter rasen und denke mir, oh nein, oh nein, oh nein. Aber wie man sieht, man schafft es. Und schaut euch auf jeden Fall mal unter dem Hashtag, also Hashtag 10 Christmas, nee, wie war es, 10 Min Christmas, steht da oben. Also unter diesem Hashtag könnt ihr auf jeden Fall die Werke auch von den anderen sehen. Da sind so schöne Dinger dabei. Also es ist unglaublich, was die Leute wirklich innerhalb von 10 Minuten schaffen. Ja, gut. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier weiter. Ich habe einen weißen Kartenrolling. Wir werden mit ein paar Stencils arbeiten und einem weißen Aquarellpapier. Was natürlich demzufolge bedeutet, ich schwinge wieder meinen Pinsel. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ja, fangen wir einfach mal an. Also, auf die Plätze, fertig, los! Ist rum. Mist, diesmal nicht geschafft. Manu. Na gut, dann war es das jetzt wohl leider. Muss nochmal von vorne anfangen. Nein, Quatsch. Also ist halt wie es ist. Ich repariere das gerade mal, was ich jetzt hier noch in Hektik nur noch zusammengeschustert habe. Ja, aber auch das gehört dazu. Und im Grunde genommen bin ich fertig. Ich denke mal, auf die paar Sekunden wird es jetzt hoffentlich nicht mehr drauf ankommen. Und ja, das ist bis auf die paar Fleckchen, die würde ich jetzt noch kaschieren. Und das mache ich jetzt noch in aller Seelenruhe. Einfach so. Und wisst ihr warum? Weil ich es kann. So. Nein, also das ist, war echt haarscharf, würde ich mal sagen. Ja, so ist das manchmal im Leben. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja, das ist leider um ein paar Sekunden nichts geworden. Aber ja, vielleicht zählt es ja trotzdem noch, auch wenn es jetzt ein paar Sekunden
zu wenig sind. Ich hätte jetzt sicherlich, ja, wahrscheinlich noch so ein paar Akzente, wahrscheinlich hier mit dem Weiß noch gesetzt, indem ich jetzt hier noch so ein paar Hügelchen quasi hier reingemalt hätte. Und ja, hätte ich mal mein richtiges Pulver schon mal hingestellt, dann hätte ich sogar auch in der Zeit geschafft. Aber sollte halt nicht sein. Jetzt mache ich halt meine Akzente hier noch so ein bisschen rein. Und dann war es das auch mit dieser Karte. Ich finde sie sehr, sehr hübsch. Mir gefällt das vor allem hier dieses aufgepuffte Embossing-Pulver. Das hier ist, machen wir direkt mal gleich mal ein bisschen Werbung für. Ja? Also das ist White Puff Twinkle von WoW. Ich finde das super hübsch, weil das sieht halt irgendwie so schneeartig halt aus. Ja? Also ich mag das sehr, sehr gerne. Ja, das ist wie gesagt meine Idee zum heutigen Tag. Ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem, auch wenn wir müh drüber waren über der Zeit. Keine Ahnung, ob das jetzt der letzte Tag hiervon war. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt noch einer, ne? Ach Gott, ich habe leider kein Zeitgefühl, weil ich so ein bisschen auch schon so auf Vorproduktionen gearbeitet habe. Weil die Videos müssen ja auch noch geschnitten werden und so ein Quark. Aber ich hoffe, wir sehen uns einfach für das nächste Video und wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Abend oder morgen, was auch immer es ist. Bis bald. Ciao.